Video hier starten. Hallo, Lars. Sag mal was. Ja, jetzt sage ich was. Ja, jetzt, ne? Sind schon live, ne? Ja, super. Ich auch. Ich habe schon mal vorher Bildschirmteilen gemacht, damit die Leute Zeit haben, hier rein Hallo, zu Lars. jumpen. Hörst du mich auch, ne? Sag mal was. Dich. Ja, jetzt sage ich was. Ja, jetzt, ne? Sind schon live, ne? Sehr verzögert, aber gut. Ja, das ist, glaube ich, noch über das. Ich muss noch einmal kurz. Soll das eigentlich beenden? Abend, ja, schön. Bildschirm freigeben. Stoppen. So. Oh ja, das sieht gut aus. War? Jetzt klappt das, jawohl. Ich muss jetzt mal prüfen, ob wir uns auch, ob wir gehört werden. Achso, das ist Was läuft. super? Ich auch. Ich habe schon mal vorher Bildschirmzeichen gemacht, damit die Leute Zeit haben, alles zu schauen. Hörst du mich da? So, wunderbar. Micha! Ja. Das war ja eine beschäftigte Woche, weil wir haben gar nicht miteinander gesprochen, ne? Nee, überhaupt nicht, sehr außergewöhnlich. Und jetzt warte ich noch mal eben, ob das hier gleich ändert. Und ja, wir haben ja auch noch 2 Minuten theoretisch. Wobei, wir haben schon 8 Zuschauer, also schon mal herzlich willkommen. Heinrich Huber, alles super, schreibt er. Ja, Heiner, schön, dass du mal mit reinschaltest. Dann haben wir da mal einen Fachmann für Oberflächentechnik auch mit am Start. Also Heinrich Huber hat eine Oh. Firma, die heißt Artus Oberflächeninstandsetzung. Wie viele Das Mitarbeiter hat, heißt, weiß ich gar nicht. Der repariert alle Oberflächen, außer Smart Repair am Auto, sowas macht er nicht, aber er repariert alles andere, also Glas, Metall, Holz, auf dem Fußboden, an der Wand, außen, innen, Beton, Schiefer, Keramik und. Und ja, wo braucht man sowas? Zum Beispiel, wenn ein Hotel Neueröffnung hat, dann gehen die 1, 2 Tage bevor die Neueröffnung ist, einmal durchs ganze Gebäude. Und machen alle angedengelten Stellen weg, an den Betten, am Fußboden, am Türrahmen oder. Und die machen auch eine ganze Menge so Spezialgeschichten. Also Elbphilharmonie, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Naja, wird er mir dann gleich noch sagen. Interessant. Da gibt es so, ich glaube, es war Edelstahl poliert, sodass man sich drin spiegeln konnte. Und da waren eben auch Kratzer drin. Und ja. Ganz verrückte Dinge. Der war auch bei der DIKON als Sprecher. Also wenn einer sich da mal ein bisschen mehr was anhören möchte, der hat über Edelstahlpolieren da einen Vortrag gehalten. Ja, stimmt, ja. Ja, da. Ich Achso, kann habt ihr mich. mich ja kurz getroffen, genau. Das ist der Heinrich Huber. Da hat dann, genau, da, wo die Technik nicht so richtig mitgespielt hat, aber das ist ja nicht das Relevante. Das Relevante ist ja der Inhalt eines Vortrages und nicht die Technik. Sage ich Genau. jetzt nicht. Ne? Genau. Ja, 12-Zylinder, moin, moin. Ich habe dich ja schon mal ein bisschen vorher begrüßt. Du warst ziemlich früh mit am Start. Danke dafür. Und ja, im Q&A-Frage-Antwort-Runde funktioniert natürlich am besten, wenn ihr uns fordert. Aber da wir beide nicht miteinander gesprochen haben, können wir ja ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben sonst, ne? Und da gibt es ja vielleicht dann auch das eine oder andere
Interessante. Was Burim und ich im Moment am Start haben, ist eine goldfarbene Handtasche. Die ist so mit Blattgold, da habe ich vom Heiner auch nochmal Pigment bekommen. Das ist aber leider zu gelb, Heiner. Funktioniert nicht. Und jetzt haben wir nochmal was anderes uns besorgt beim Vorlieferanten und kriegen wir langsam hin. Ich werde das mal posten, dann die Bilder. Aber das ist schon, also wenn das so richtig goldfarben ist, ich sag mal so wie mein Ehering oder so, dann ein Leder, das ist schon eine Aufgabe, das zu reparieren. Also das ist so. Ist so ganz easy, genau. Da haben wir ein bisschen dran rumgespielt. Dann hat man ein 1er Golf hier. Classic Edition oder so. Oder Classic Line, so heißt das Modell. Ist so ein blauer, leicht violett Stich von außen und von innen war der so cremebeige. Und den haben wir schön gemacht mit Alexandro. Da hatte ich auch mal ein Video gemacht. Das ist ein Schrauber von Fehmarn. Genau. Und der ist mit dem da runtergekommen mit seinem Golf Cabrio und dann haben wir da ein bisschen, ja, haben wir da ein bisschen das Auto wieder schick gemacht und das ist ja ein kleines Auto, aber irgendwie mag ich den. Also, das ist der 1er Golf Cabrio. Irgendwie, ich weiß nicht, Erdbeerkörbchen. Erdbeerkörbchen, ja, genau. Ich weiß nicht, wie du das, ich weiß ja, dass du amerikanische Autos magst mit. Ah, nein. Auch Die andere. blubbern, ne? Auch andere natürlich. Das Boot-Feeling, ein bisschen schaukeln und blubbern, Genau. Und aber irgendwie ist das ein cooles Auto, ne? So ein 1er Golf, so muss ich sagen. Also 1er Golf Cabrio, das ist ein cooles Auto, ja. Das ist mir nochmal so bewusst geworden, als wir den hier ein bisschen hier hatten, ja. Jetzt trudeln schon ein paar Sachen rein hier. 12-Zylinder wollte gerade sagen, der Kollege war letztes Jahr auf der D-Con. Ja, genau. Also einer erinnert sich und ich auch. Nicht schlecht. Und ja, Jan Müller, moin, moin. Hoffe, euch geht's gut, uns geht's gut. Also mir geht's gut, dir auch, denke ich. Du siehst auf jeden Fall wieder blendend aus, ne? Ich weiß ja gar nicht, was er sagen soll. Ne? Ich muss gestehen, ich war kurz abgelenkt, weil meine Tochter da draußen in meiner Werkstatt rumturnt und Oha, das bist nervös, ne? jetzt aufgeht. Aber alles gut, ja. Bist nervös, ne? Nee, sie macht es gut. Ich habe ihr gerade gezeigt, wie man Polster reinigt und sie hat da jetzt die letzten Arbeiten dran gemacht. Okay. Ja, sie war ja bei JP mit, ne? Oder? Habe ich das Bei richtig? JP mit, ja, genau. Ja, genau, dann. Hat sie einmal gesehen, wie es geht oder einmal, wie es nicht geht, ne? Ja. Ich sage jetzt nicht, wer es weiß. Ja, Sehr schön. Ja, genau, dann schreibt Heiner nochmal, soll ich Silber schicken? Fragezeichen wegen Mixen. Nee, wir kommen da mit dem Blattgold klar. Ich rufe dich mal an, Heiner, die Tage. Ich erzähle dir mal, was wir da gemacht haben. Das könnte vielleicht für dich auch interessant sein. Also wir haben tatsächlich jetzt das Leder beschichtet, weil es auch vorher beschichtet war. Also wir haben uns das nochmal genauer angeguckt und das war eben auch, also das ist tatsächlich mit einer goldfarbenen Folie ist das Leder beschichtet. Also es ist nicht pigmentiert wie klassischerweise, sondern es ist mit einer Folie beschichtet. Und deshalb hat das nicht funktioniert, dass wir mit einem Pigment oder mit einer Farbe gearbeitet haben, weil das einfach immer nicht diesen Spiegeleffekt bekommen hat. Ne? Und ja. Ja. Eigentlich sollte man so eine Aufträge gar nicht annehmen, aber wir machen ja auch solche Auftragsarbeiten nicht. Deshalb können wir sowas ja auch machen und können da eine ganze Woche dran rumarbeiten. Und dann So den was Kunden. wäre auch unbezahlbar wahrscheinlich, Also ja. das ist eigentlich, das nicht machen, dann lernen wir nicht dazu. Und wenn dann irgendeiner unserer Kunden mal dieses Problem hat und wir haben uns dann nie mit beschäftigt, dann haben wir eben keine Ahnung und wir wollen ja die sein, die die Ahnung haben. Und deshalb müssen wir uns an solche Grenzfälle rantrauen. So sehe ich das und Burim sieht das auch, Gott sei Dank so. Und deshalb machen wir so eine Spielerei. Das ist natürlich wirtschaftlich betrachtet völliger Schwachsinn, aber ja, dafür sind wir ja da, dass das andere nicht machen müssen. Ne? Jugendvorsteher, schreibt da einer. Ja, so in etwa. Judenbord. Da kann sein, dass du natürlich da drauf guckst. Der Heiner guckt wahrscheinlich da drauf und sagt: Jungs, das müsst ihr so und so machen. Und dann eine Stunde später sieht es gut aus. Aber
Manchmal muss man auch seine Erfahrungen selber machen. Ne? Das kennt man ja auch von der Jugend. Ne? Smart Repair, überlass das besser den Profis. Ja. Nächstes Mal kann ich das ja zu dir schicken, die Tasche, wenn ich nicht weiterkomme. Wir müssen dann auch weiterschicken. Ja, genau. So, Dirk, du bist auch mit dabei. Moin, moin, Dirk. Wir haben ja vorhin noch mal kurz telefoniert. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich habe noch einen Kollegen hier, der macht jetzt mal Feierabend. Schon, ne? Oder Mittagspause vielleicht. Nein, der macht Feierabend. Ja, das Pause. Ja, das ist ja hier, ne? Das ist ja kein Kindergeburtstag, wieder Zentrum. Da wird hart gearbeitet, ne? Rund um die Uhr. So. du warst ja schon mal eine Woche hier, ne? Hast du das ja gesehen? Ja. Genau, ich war so eine Woche da. Also, liebe Grüße an Dirk. Guten Abend, schreibt er zusammen. Grüße aus Burgholzhausen. Hallo, Dirk. Und dann Heinrich Huber schreibt ja, wie gesagt, Jugend forscht. Und Smart Repair macht die Daumen hoch, ja. Ja, schön. Was hast du gemacht die Woche? Ja, was habe ich gemacht die Woche, so wie letzte Woche auch. Also ich war nur unterwegs. Letzte Woche beispielsweise habe ich einen Betrieb geschult im schönen Freiburg im Breisgau für lackschadenfreie Ausbeultechnik. Also zwei Teilnehmer sozusagen, 4 Tage haben die nichts anderes gemacht als Dellen drücken, Dellen ziehen an allen Bauteilen eines Fahrzeuges, haben wir angefangen, Motorhaube, Kotflügel, Dach, Holme, ja, mit allen Finessen, die eben so möglich sind, ja, die man denn eben so umsetzen kann, auch im Rahmen einer Schulung. Wichtig ist natürlich, das haben wir am Fahrzeug gemacht. Dann, ja, seit Dienstag, also gestern und vorgestern, war ich in Singen und habe an der Gewerbeschule Hohentwiel zwei Meisterschulklassen geschult im Bereich Fahrzeugaufbereitung, also Schwerpunkt Lackaufbereitung. Ja, heute ein Existenzgründer irgendwo hier im Heilbronner Raum, also wirklich ein Heimspiel. Morgen früh geht es dann wieder los nach Idstein, das ist, glaube ich, irgendwo im Taunus. Und da schule ich dann auch nochmal einen Detailer. Auf dem Freitag. Wie bitte? Auf dem Freitag. Am Freitag, genau. Morgen ist Freitag, ja? Ja, glaub ich. Ich habe schon jegliches Gefühl für Zeit und Raum verloren, weil ich komme nur an, pack um und aus und stehe dann morgens wieder auf und mache, dass ich wegkomme. Ja, also glücklicherweise eine ausgefüllte Woche und sehr interessante Leute wieder kennengelernt und selber auch wieder viel gelernt. Ja. Wunderbar. Und Corona ist natürlich allgegenwärtig, aber man kriegt das gut gehandelt, ne? Ist allgegenwärtig, aber wir gehen gut damit um, also mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen. Wir gucken einfach, dass es passt. Und ja, genau. Ich wollte das nur, ich habe das deshalb erwähnt, weil das ja nun mal allgegenwärtig natürlich ist. Und ganz klar. Wenn du dann so erzählst, dass du so durch die Gegend reist. Ja, das stimmt. Nicht, dass der eine oder andere denkt, ja Mensch, wird das im Schwabeländle komplett ignoriert. Ne? Ja, genau, der Micha, das ist immer halt, das ist halt nicht so, ne? Das ist halt nicht so, gell? Das ist leider halt nicht so, sondern, genau, aber wir lassen uns halt den Spaß nicht verderben. Nein, natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehr oder Maßnahmen, die. Ja, soweit das halt geht. Ne? Ich meine, das ist halt es geht, wie, mit dem, das wie mit dem Golf, den wir hier hatten. Das war halt eine 2-Tage-Schulung, der hat den Golf halt mitgebracht. Und wir versuchen halt die Schulungen auf möglichst wenig Leute zu reduzieren. Und dann war er eben alleine da. Und dann hat er dieses Projekt mitgebracht. Und ja, wie es halt dann so ist, dann kommt man sich auch, Jan schreibt hier. Kommt man auch mal zwischendurch näher oder wie auch immer. Ja, natürlich. Ja. Ja, vorher hat noch Lotek Kaker geschrieben. Servus Dieter. Servus, vom Dieter. Bodensee. Moin Moin Dieter. Schön, dass du mit dabei bist. Und dann Jan Müller, Itstein, bei mir in der Nähe. Das, schau mal vorbei. Ja, schreib mich morgen mal an, dann sage ich dir, wo ich bin. Dann kann er da einmal vorbeischauen und mal. Genau. Was lernen vielleicht oder einfach nur so austauschen und eine Cola trinken. Oder? Vielleicht ist er eigentlich auch nur entsetzt davon, was ich den Leuten erzähle. Das kann ja auch sein. Das erste Mal, dass mich jemand von außen dann sieht und beobachtet.
möglich sein. Ja, nee. Das ist ja eine volle Packe Woche, ja. Ja, aber bei uns war noch schön, was wir diese Woche gemacht haben. Wir haben letzte Woche eine Abfüllmaschine, auf die wir schon lange gewartet haben. Habe ich gesehen. Jetzt endlich am Montag bekommen. Und das ist geil, muss ich sagen. Also das ist schon, ist alles Edelstahl, weißt du? Schöne Motoren und Zylinder dran und das macht Geräusche und unten kommen die Flaschen gefüllt und zugedreht raus und das ist schon, dauert eine Weile, bis man so das verstanden hat alles, aber auch eine interessante Anleitung dabei. Also toll. Übersetzertechnisch meine ich. Polnisch, oder? Ist es Polen? Ja, also da ist wohl ein Großteil auch in China gefertigt. Das war mir vorher nicht so bewusst, als wir die bestellt haben. Weiß ich auch noch nicht so genau, ob ich das gut finde oder ob mir das egal sein sollte. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und die funktioniert Bombe. Und wenn die das jetzt eine Weile so macht, dann bin ich da, glaube ich, ganz glücklich. Und ich finde es ganz cool, dass die so ein bisschen grober ist. Also, dass sie nicht so, dass viel... Das ist nicht ein Knopf, sondern eher ein Rädchen oder so. Weißt du, kein. So filigran, ne? Ja, ist nicht so filigran, sondern ich habe das Gefühl, dass wenn mal was nicht mehr funktioniert oder kaputt ist oder so, dass man das eigentlich auch wieder ganz gut reparieren kann. Das finde ich ganz. Sehr gut. Das finde ich ganz schön. Und die hat auf jeden Fall ordentlich Tempo drauf. Also die ist ungefähr dreimal schneller als im Vergleich zu einer halbautomatischen Abfüllung. Und das ist natürlich schön. Und die Kollegen freuen sich in der Produktion, dass sie da Entlastung kriegen, weil wir haben wirklich super viel zu tun. Und dann ist das eine gute Sache. Also das ist sehr schön. Nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Leon mit dazu guckt, aber da hat mir ein Student geholfen, der Maschinenbautechnik studiert und das Basisverständnis für so etwas, das war auf jeden Fall hilfreich. Ich wäre wahrscheinlich nicht so schnell ohne ihn dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Ja. Und ich will es halt auch einmal selber verstehen. Ich meine, am Ende bediene ich das natürlich leider nicht, sondern machen dann meine Kollegen in der Produktion. Aber ich so bin dann doch jemand, der auch einmal wissen will, was haben wir da eigentlich und wie geht's. Ne? Ja. Also, irgendwie finde ich es cool, das Ding. So halt. Ja, hier tickert ein bisschen was rein. Thomas Kaiser mit EI, okay. Hallo zusammen, hätte eine Frage zum Thema Kratzer im Lederlenkrad. Bin ich hier richtig? Ja, du bist richtig hier. Schreib rein, was du gerne wissen möchtest. Und dann versuchen wir das zu beantworten. Heinrich Huber, richtiger kannst du gar nicht sein. So, Heiner schreibt richtig. Danke, Heiner. Jan Müller, Entschuldigung, cool, werde ich machen, hat morgen frei. Ja, super. Jetzt hast du gut. Hast schon einen mehr. Perfekt. Dann einer, wir in Bayern trinken aus Gläsern, aber okay, dann man auf eine Maschine dafür haben. Ja, das ist was anderes wieder, wegen Apfel und so, genau. So, Thomas Kaiser. Ja. Alles klar, hab in Klammern leichte Kratzer vom Fingernagel. Wenn das Abschleifen zu wenig ist, kann ich dann mit Flüssigleder dran. Ja, also theoretisch schon, aber meist ist das gar nicht notwendig. Also wenn das so leichte Kratzer von Fingernägeln sind, sind die gar nicht so tief. Ich würde also entweder mehr schleifen oder vielleicht ein bisschen dann doch mal GLD nehmen und mit GLD mal rüberwischen. Es sei denn, es ist ein perforiertes Leder. Also da müssen wir uns einmal unterscheiden. Wenn es jetzt ein glattes Leder ist, ohne Perforation, dann würde ich 4000er nehmen und ein bisschen GLD drauf machen und die Kratzer rausschleifen. Weißt du, so verschmieren. Das geht immer sehr schön, wenn es nur so leichte Kratzer vom Fingernagel sind eben. Wenn die tiefer sind, muss man sie natürlich füllen, aber wenn es nur so leichte Kratzer sind, sind die meistens nur in der Zurichtung, kann man das ganz gut verschmieren, dann trocknen lassen, glatt schleifen, dann ein bisschen nachfärben mit Lederfresh und dann sieht das wieder richtig gut aus. Wenn es tiefer ist, muss es natürlich mit Flüssigleder gefüllt werden und ist ein glattes Leder, okay. Ja, dann, wir haben 4000er Polish Pad oder Polierpad,
ein rotes und GLD, das wäre eigentlich meine Empfehlung. Da machst du ein bisschen GLD auf das Schleifpad und schleifst die Oberfläche, damit glatt ist. GLD weicht dann die Oberfläche auf und dann kannst du so ein bisschen die Kratzer verschmieren. Lässt das gut trocknen oder föhnst das trocken, schleifst nochmal dann trocken drüber mit dem Lederschleifpad, um die Streifen, du kriegst dann so Streifen von dem GLD, dass du die Streifen rauskriegst und dann kannst du es ein bisschen nachfärben und dann sieht es auf jeden Fall wieder gut aus. Ja, das ist, glaube ich, der schnellere Weg. Flüssigleder, wenn das nicht tief genug ist, dann hast du nicht genug Material, hast vielleicht keine Haftung, du musst warten, bis es trocknet. Das ist auch deutlich zeitaufwendiger und mit GLD, also Nassschleifen mit GLD im Prinzip, das ist die schnellere Lösung. Ich mache das ganz gerne, wenn man nur so kleine oberflächliche Kratzer hat und da erstmal ja, das alles zu glätten. Das geht beim Lenkrad, geht das sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Hast du ja auch schon ein paar Mal gemacht, nehme ich an. Ne? Also vielleicht nicht am Lenkrad, aber an anderen Stellen halt GLD-Schleifen mit dem Schleifpad. Funktioniert, ne? Funktioniert gut, ja. Ja. So, Smart Repair, sonnige Grüße aus Trebur. Weiß leider nicht, wo das ist, aber schöne Grüße zurück und schön, dass die Sonne scheint bei euch hier in Niedersachsen. Ich bin ja in der Firma, in Niedersachsen war es nicht so doll heute. Hat überwiegend geregnet und ja, ist manchmal eben so. Heinrich Huber, hab eine artfremde Frage. Was ist bei Uhrenbändern im Vergleich zu Glattleder zu beachten? Nö, nee, das kann ich artfremd. Also insofern artfremd, dass wir natürlich autolastig sind und insbesondere wenn ich Micha hier mit oder wir beide hier sitzen, dann ist es natürlich immer autolastig, weil das ja auch, du kümmerst dich ja überwiegend um Autos. Aber wir haben natürlich im Lederzentrum auch mit anderen Gegenständen zu tun, wo Leder oder Kunstleder drauf ist. Und das kommt halt auf das Leder drauf an. Uhrenarmbänder sind ja auch oftmals, also die liegen, unterliegen ja anderen Normen oder fast gar keiner Norm. Fashion und Accessoires haben andere Normen. Da muss man halt mal gucken, ist das ein offenporiges Leder oder kein offenporiges? Was ist das eigentlich für ein Leder? Also ist das, saugt das schnell auf oder nicht? Aber ansonsten, wenn das ein, also ja, wenn es auch pigmentiert ist, wenn da Farbe drauf ist, dann wird das auch so gepflegt, wie man das eben pflegt. Also man muss einmal gucken, ob das darauf reagiert oder nicht. Gibt bei uns auf dem Kanal Lederzentrum bei YouTube gibt es ein Video, wie man die Lederarten erkennt. Das würde ich erstmal machen und dann die entsprechende Reinigung dazu. Also wenn du dann Annelien hast und du guckst dann auf unserem Kanal nach Annelien einer, dann findest du auch wieder das Thema dazu, ja. Hinsichtlich der Reinigung. Ja, Lederreiniger Müll würde ich reinigen und wenn es speckig ist, vielleicht auch mit Fettabsorber oder Lederreinigungsbenzin. Also das ist so die für Armuhrbänder das Thema. Das ist das gleiche, wie wenn du eine Lederjacke hast und dann hier hinten im Nacken, weißt du? Wenn es so speckig ist, dann würde ich das auf jeden Fall auf diese Art machen. Thomas Kaiser, klasse, hab GLD auch da, danke für den Tipp, sehr, sehr gerne. Berichte mal dann, in 2 Wochen machen wir wieder ein Q&A, ob es geklappt hat und wie das aussieht. Und wenn du zwischendurch Hilfe brauchst, wisst ihr ja alle immer, Micha anrufen. Und wenn der nicht rangeht, weil er eine Schulung macht, dann ruft er bei mir an. Das ist gut, ne? Das war super, ja. Ganz klar. Smart Repair, die sonnigen Grüße kamen von Malte. Ah, moin Malte. Das du bist in Trebur. Ich weiß nicht, wo das ist, aber Malte ist, der war auch bei der Dicon. Mhm. Der hatte diesen Anhänger, wo man, Lackieranhänger, weißt du? Ach, ja, ich kann mich erinnern, ja. Ja. Genau. Mit den Prebena Druckluftflaschen, wo man dann... Ja, ja. Autark lackieren kann. Ja. Ja, schöne Grüße zurück, Malte. Ich hoffe, dir geht's gut. Und dass du ordentlich mit den Anhängern unterwegs bist. Das wäre ja auch nochmal, aber du hast ja immer schon Anhänger hinten dran, ne? Nee? Ich habe immer einen Anhänger dabei, wenn ich auf Schulungen fahre, weil da passt wirklich alles rein.
meine Aufbereitungssachen, mein Dellenwerkzeug, was auch immer, ja, beabsichtigt. Ist eine tolle Sache. Vielleicht irgendwann auch ein Lackiersystem, ne? Wer weiß, für Leder. Ja, das, du hast ja schon die Taylor-Koffer, hast du ja schon, ich weiß gar nicht, nimmst du den mit? Wahrscheinlich schon, ne? Oder keine Ahnung, hast du mit? Ich habe es bisher noch nicht gebraucht. Ja. Also ich versuche natürlich, die Aufträge in aller Regel hier zu machen. Ich habe auch schon was vor Ort gemacht, aber wenn ich das entsprechend vorbereiten kann, dann, ja, also wie gesagt, bisher habe ich das Set noch nicht in der Form so zusammen, dass ich es mobil einsetze. Das hätte ich gern auch entsprechend perfektioniert. Ja, aber da wollten wir ja eh nochmal uns genau. Zusammensetzen und dann ein Kit zusammenbauen, was wir dann auch allen anderen zur Verfügung stellen, als Idee zumindest, dass man da mobil ein bisschen besser zurechtkommt. Ja. Ja, das ist auch ein bisschen für die Leute, die mit Autos zu tun haben. Wir haben natürlich schon so Kits auch für so Möbel, also so Firmen wie BOS oder MPS, die mobile Reparaturen machen. Da haben wir schon Erfahrungen in dem Bereich, aber wir brauchen noch mal was zu jemandem wie dir passt. Ne? Ja, ich will mir da noch so einen mobilen Wagen bauen, also so einen Werkzeugwagen, also irgendwas aus irgendeinem Konstrukt oder wo man dann sagen kann, hier, man hat alles griffbereit, Griffpistolenhalter, also Sprühpistolenhalter und. Na, so wie so eine kleine mobile Workbench eben. Ja. Ne? Ja, wir haben ja so einen Werkstattwagen, aber der ist halt aus Holz oder Spanplatte eben, das ist natürlich viel zu grob und zu schwer. Ne? Du weißt, welche ich meine mit den. Ja, ja. Ja, ja, aber ich sag mal, sowas ein bisschen robuster für mobile Geschichten. Genau. Ja. Edelstahl. Zum Beispiel, ja, dass ich auch wirklich mit 3 Tonnen unterwegs bin. Ja. 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 Das ist schwierig, ne, wenn man noch so jung ist und einen B-Führerschein hat. So, ich habe eine ganz schlechte Verbindung hier. Ja. Lars. Ich weiß. Alexander, also Thomas Kaiser sagt, Anruf kommt, da freue ich mich. Und dann Lederreparatur, die Lederwerkstatt Neukirch. Das ist Alexander Neukirch aus Hamburg und Schleswig-Holstein, unser Katalog-Center oben im Norden. Wenn einer nicht in die Mitte Deutschland möchte und in Schleswig-Holstein ist ja die Elbe überkreuzen auch immer so eine Aufgabe, dann gibt es die Möglichkeit, dass man oberhalb der Elbe bleibt und dann kann man bei ihm eine Schulung machen und auch Leute, die mal Farbe brauchen oder wie auch immer. Und ja, Alex macht das schon ewig und weiß, was da los ist. So, Trebur ist eine Perle im hessischen Ried. Habe ich ja gesagt. Ja, irgendwas in dem Bereich, schreibt Malte. 12 Zylinder, habe gestern die schwarze Katalogbürste bekommen, liegt sehr gut in der Hand, obwohl sie nicht so viel größer ist. Nee, sie ist nicht wirklich viel größer. Ich habe die hier auch liegen, die schwarze. Also wir haben jetzt eine schwarze und die Revolution ist nicht, dass sie schwarz ist. Ich habe die nur schwarz gemacht, weil wenn jetzt einer anruft und er sagt, ich möchte gerne eine Lederreinigungsbürste, dann kommt die Frage vom Kundenservice, die große oder die kleine. Und du hast nur eine von den beiden Größen da, weißt ja nicht, welche groß und welche klein ist. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, dann wäre die andere ja braun, dann machen wir jetzt eine schwarze. Ich hole mal eine braune eben, die liegt da. Der Lars ist weg. Ah, da kommt er schon wieder. Ja, ja, ich habe nur eben die braune Bürste geholt, damit man einmal den Größenvergleich sieht. Und da sieht man, dass die wirklich nicht, die ist etwas länger und auch, ja, das sieht man jetzt nicht, die ist minimal. Man sieht es deutlich, doch. Minimal breiter. Aber ja, sie ist nicht so viel, viel größer, aber sie ist größer. Und wir haben halt verschiedene Größen ausprobiert, haben eine ganze Weile mit dem Bürstenhersteller, ein deutscher Bürstenhersteller, der stellt die in Deutschland her. Mit dem arbeiten wir schon seit 25 Jahren zusammen und wir haben ja auch diese Borstentechnik hier, die eben dann Lederoberflächen nicht beschädigt und so weiter, haben das ja auch dann über die Autoindustrie uns freigeben lassen und so weiter. Also das ist gar nicht nur einfach eine günstige Bürste aus China importiert, nein, das ist tatsächlich von einem Familienunternehmen hier in Deutschland, gar nicht so weit weg von dir sitzen die.
kommt die Bürste her und wird eben für uns gemacht. Genau. Und wir haben jetzt halt bei einem, was heißt endlich, das war immer mal wieder ein Wunsch von vielen, kannst du die nicht ein bisschen größer machen? Und dann haben wir die ein bisschen größer gemacht und das war eine Empfehlung eigentlich von dem Bürstenhersteller. Ich wollte auch ursprünglich sie noch größer haben, aber er sagte nachher, das fängt dann auch wieder, ist so ein bisschen so, Dirk Dose sagte so zu mir, dieses Fett, wenn man so ein fettes Mikrofasertuch hat, ne, das fängt dann nachher auch an, anstrengend zu werden an der Hand. Das ist so im ersten Moment, ist das angenehm, ja, aber wenn du dann wirklich damit arbeitest, dann ist das irgendwie noch zu dick und zu groß, ne, es sei denn, du hast halt so Basketballerpranken, dann passt das natürlich, aber die haben ja die meisten Leute nicht. Und das ist halt bei dieser Bürste auch. Aber schön zu hören, dass du die schon hast und auch, weil die ist noch gar nicht im Shop, aber da hat er wahrscheinlich einmal bei uns angerufen und die Mädels bezirrt, dass ich die schon mal rausschicke. Aber ich habe da noch gar nicht so richtig Werbung mitgemacht, weil wir noch ein bisschen intern damit rumprobieren, ja. Wobei Obsessed Garage, der Matt, ne, von aus Florida, der hat die schon im Private Label auch gekriegt. Und dann geht die auch bald los. Genau, also die ist ein bisschen größer. Und ja, ansonsten ist eigentlich alles gleich. Und da liegt die ein bisschen besser in der Hand, dann hat man es ein bisschen leichter. Also man krampft das eben bei der kleinen Bürste. Ne? Alex macht den Daumen hoch. Ich weiß gar nicht, ob Alex die schon hat, aber ich kann dir ja, der holt morgen ein paar Grundausstattungen ab, weil er Schulung macht, dann können wir das mal gucken. Jetzt haben wir jemand Neues dabei, U-Bart Heavy Tube. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber wie lange sollte man das Auto lüften lassen nach der Reinigung? Gruß aus der Schweiz. Erstmal schöne Grüße in die Schweiz. Was sagt ein Rechtsanwalt immer? Es kommt drauf an, ne? Ja. Also, kannst du das so pauschal beantworten? Ich nicht. Nein. Also erstmal danke für die Frage. Kann ich jetzt nicht ganz zuordnen, wenn du sie vielleicht etwas genauer definierst und warum lüften oder meinst du trocknen oder ich habe einfach keine Ahnung. Vielleicht kannst du es einfach noch mal ein bisschen genauer umschreiben, was du wissen möchtest. Ja, also wenn man nur eine Lederreinigung macht, also wenn man jetzt eine Lederinnenausstattung hat und macht eine Lederreinigung, dann ist Lüften eigentlich nicht notwendig, sondern dann reinigt man eben und wischt ja hinterher und dann kann man das Auto wieder zumachen oder auch gleich wieder benutzen. Und Pflege muss man natürlich einziehen lassen, Versiegelung trocknet halt und dann kann man einfach das benutzen direkt. Von daher, das ist halt nicht so schlimm. Ich habe, ich weiß zwar, wie man mit einem Waschsaugergerät und so weiter, wie man damit umgeht, habe auch schon diverse Dinge damit gereinigt. Bin immer wieder begeistert, was für ein sensationelles Ergebnis man mit so einem Waschsauger erzielen kann. Und da wird das natürlich alles ein bisschen nasser, aber ich bin ja jetzt kein Fahrzeugaufbereiter und wasche ein ganzes Auto einmal durch. Das habe ich gerade. Du hast was Gefeites gelernt. Ja, würde ich nicht sagen, das ist ein guter Job. Aber ich habe keine Ahnung, wie nass ist das dann und wie lange braucht das und weiß ich nicht. Also wenn man alle Teppiche und wenn man alle Fußmatten, den gesamten Teppich reinigt, Sitze vorne, hinten, dann kommt ja schon wahrscheinlich auch ein bisschen Feuchtigkeit zusammen und dann dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen, bis das wieder da raus ist. Aber keine Ahnung. Wie ist das, wenn man das einmal mit so einem, macht man das überhaupt? Was denn? Mit so einem Sprühextraktionsgerät, also mit so einem Waschsauger, dass man einmal komplett einmal durchgeht? Oder also die Polster auf jeden Fall. Polsterreinigung. Wenn es etwas in die Tiefe gehen sollte, lässt sich das nicht vermeiden. Also sollte man auf jeden Fall die Polster mit dem Sprühextraktionsgerät behandeln. Also es ist ja nicht nur oberflächlich. Das Wasser wird eingebracht, praktisch oder auf das Polster aufgebracht, umspült die Faser und zieht dann das zurückbleibende Wasser bis zum Großteil auch wieder raus. Und ja, es macht auf jeden Fall Sinn.
Also man hat die Staubentwicklung reduziert, die Oberfläche ist bis zu einer gewissen Tiefe tatsächlich auch gereinigt. Ein Waschsauger macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist außer Frage, weil die Ergebnisse, die man damit erzielen kann, die sind sensationell und man kann gar nicht besser die Faser ja wieder reinigen, weil ich predige das ja immer, dass man ja die Seife oder welchen Reiniger man auch immer genommen hat, den man muss ihn wieder rausholen, weil der gehört einfach nicht rein. Der ist nur zum Flecklösen, zum Schmutzlösen da und dann muss er wieder raus. Und natürlich so ein Waschsauger, gibt es nichts Besseres, um das damit zu spülen und das alles wieder rauszukriegen. Ja. Aber das ist natürlich alles, dann ist natürlich alles feucht. Ne? Und weiß ich nicht, muss man das Auto dann offen stehen lassen, trocknen lassen oder nö, eigentlich nicht? Oder wie ist das? Oder ist das fahrzeugabhängig? Oder? Also jetzt bei dem Wetter ist es natürlich gar kein Problem. Also sagen wir es mal so, wenn ich eine Nassreinigung mache, dann weise ich den Kunden darauf hin, dass er das Fahrzeug, also jetzt bei dieser Witterung, also wenn zum Beispiel die Sonne scheint, das Fahrzeug am nächsten Tag draußen stehen lässt, vielleicht ein spaltes Fenster offen lässt, damit es einen gewissen Hitzestaub gibt, aber die feuchte Luft trotzdem entweichen kann. Im Winter sieht es wieder ganz anders aus. Da bekommt der Kunde das Auto auf jeden Fall nicht am selben Tag. Es bleibt also über Nacht bei mir. In meiner Halle ist es immer sehr, sehr angenehm. Also ich friere niemals. Also es sind mindestens auch im Winter 21, 22 Grad. Und dazu gibt es noch, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, spezielle Heizluftsysteme, die praktisch so spinnenartige Schläuche haben. Ja. Das heißt 4, 5, 6 Schläuche, die man dann ins Auto reinhängt und Warmluft ins Auto pumpen. Okay. Ist das dafür oder ist das zweckentfremdet? Das ist extra dafür. Extra dafür gedacht. Okay. Es gibt solche Fahrzeug-Innenraumtrockner und dann ist es auf jeden Fall über Nacht trocken. Ne, also da gehen ca. 50, 60 Grad heiße Luft oder warme Luft durchs Auto und man lässt das Fenster und Spalt offen. Und dann ist das innerhalb kürzester Zeit trocken. Also gerade im Winter, also dringend zu empfehlen. Im Winter, bitte, kostet, das Gerät? Kostet, ja. 700-800 Euro, sowas in der Ecke. Ja, es ist nicht ganz billig, zieht auch ordentlich Strom, aber es ist sehr, sehr, ist effektiv einfach. Und du hast das Auto auch schnell wieder aus der Halle draußen. Und gerade, wie gesagt, in den kalten, also jetzt im Moment ist ja gar kein Problem, aber im Winter rate ich jedem von einer Polsternassreinigung ab, der nicht die Möglichkeit hat, das Fahrzeug in einer warmen Halle unterzustellen. Ja, also wer da dann rausgeht, wir haben Minusgrade oder ich sag mal, um den Gefrierpunkt, der wird seines Lebens nicht mehr glücklich. Ja. Und, deswegen ist es schon ganz wichtig, das Fahrzeug zu trocknen. Und im professionellen Bereich ist es natürlich ein einfaches, wenn man es dann hier in der Halle stehen lässt. Oder dann eben so ein Trocknungsgerät einsetzt. Ja, ich verstehe. Polsterreinigung in dem. Also. Ja, die nächste Frage ist, also Bürsten bringe ich dir mit, Alex. Da hole ich gleich nochmal welche, bevor ich losfahre. Und dann fragt er, ob ein Tornado auch funktioniert. Ich habe keine Erfahrung mit Tornado. Habe ich nie mitgearbeitet. Ich denke, du hast da wahrscheinlich schon auch deine Erfahrungen gemacht, nehme ich an. Ne? Also Polsterreinigung, die oberflächliche Polsterreinigung mit einem Tornado funktioniert sehr gut. Und meine Frau ist gerade von EMS wiedergekommen, also sie sieht ziemlich mitgenommen aus, mal ganz nebenbei. Also Polsterreinigung, bitte? Das ist EMS ist irgendeine Sportart mit Elektroden, Muskeln werden unter Spannung gesetzt, man muss gleichzeitig ein Training dabei absolvieren, es muss brutal sein. Ich werde nächste Woche daran teilnehmen, scheinbar, habe ich gehört. Einfach für die körperliche Ertüchtigung, ja, Fettabbau und so weiter. Wobei sie es weniger nötig hat als ich. Also gut, kommen zurück zum Tornado. Ja. Der Tornado, die berühmte Saugbecher-Reinigungspistole, funktioniert wirklich genial, wenn man, der Fachbegriff dafür. Tornado ist ja die Handelsbezeichnung des Herstellers. Da geht es um diesen tornadoartigen Effekt, den dieses Gerät eben erzeugt. Und das spielt auch der Reiniger eine etwas untergeordnete Rolle.
Da geht es um diesen um dieses Reinigungsprinzip. Das heißt, diese Sonde, die rotiert in diesem Trichter mit hoher Umdrehung, bringt das Reinigungsmittel aus und gleichzeitig entsteht diese tornadoartige Wirkung, dass es diesen Schmutz nach oben zieht. Wie eine Dreckfräse Schmutzfräse sozusagen. Das heißt, den Schmutz knüppelt es auch aus allen Ritzen raus. Und also für die oberflächliche Reinigung genial. Das funktioniert tatsächlich. Bei hartnäckigen Verschmutzungen würde ich das Polster sogar mit einem Vorreiniger behandeln, also vorher einsprühen, einwirken lassen und dann mit dem Tornado drüber gehen. Auch da ist es wieder ganz wichtig, wer nicht die Möglichkeit hat, das Polster zu spülen danach, sollte ein nasses Mikrofasertuch nehmen, also wirklich einen Eimer Wasser daneben, Mikrofasertuch reintunken, leicht ausfringen und die Oberfläche mit klarem Wasser ausreiben. Das reduziert also den Tensidgehalt in der Oberfläche, weil die aktiven Reinigungssubstanzen, das was Lars eigentlich schon gesagt hat, wenn man diese Polster nicht nachspült, sind also nach wie vor aktiv und gerade in Verbindung mit Feuchtigkeit reicht schon das Schwitzen oder wie auch immer, zieht es dann sofort den Schmutz wieder nach. Deswegen stellt man auch oftmals fest oder hört oft diese Aussage, naja, mein Polster wird an dieser Stelle genau wieder schmutzig, da wo es eben schmutzig war. Das ist eigentlich die Erklärung dafür. Tornado für die Oberflächenreinigung. Oder es hat halt ein negatives Schmutzverhalten, also das ist einfach schneller an Schmutz. Und, oder so, der Schmutz schneller an, weil da noch Reinigerreste drin sind und die sind eben klebrig und die brauchen dann eben nichts. Ne? Sonst ist hier schon auch wieder ein bisschen was passiert. Smart Repair, gute Alternative zur Nassreinigung, ist mit 2 mm Trockeneis per Litz mit 4 bis 5 Bar Luftdruck. Ja, Trockeneis, da sind wir halt wieder in einem Bereich, der kostenintensiv ist. Und ich habe das selber leider noch nie gemacht. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen, auch so gerade für Motorreinigung. Bei älteren Fahrzeugen, wo man sich wohl nicht mit so viel Wasser rantraut oder wie auch immer. Hast du Erfahrung mit Trockeneisreinigung? Ja, also war natürlich auch bei mir eine Überlegung, Trockeneis, aber erstmal die Frage, warum, wieso, weshalb. Vor allen Dingen geht es ja um das Thema Anschaffungskosten, also dieses Gerät an sich. Natürlich auch die Bereitstellung vom Trockeneis ist auch ein Thema, wird natürlich heute auch tagesaktuell per Post geliefert. Also wichtig sind natürlich Punktlandungen vom Kunden. Wenn der Kunde nicht kommt, guckst du irgendwie in deine Schachtel, ist halt nichts mehr drin. Also das Trockeneis wäre dann nicht mehr zu gebrauchen. Einen leistungsstarken Kompressor. Ein leistungsstarker Kompressor wird dafür benötigt. Ich will jetzt ungern widersprechen. Also zum Thema Polsterreinigung, denke ich mal, ist das Trockeneisgerät nur bedingt geeignet. Also es funktioniert ja folgendermaßen, dass mit über minus 70 Grad eben die Oberfläche beschossen wird mit diesem Trockeneis, die dann versprödet und den Schmutz versprödet und gleichzeitig raussprengt sozusagen. Und das funktioniert natürlich auch da nur in der Oberfläche. Ne? Also ist nicht tiefer gehend. Also für Polster mit Sicherheit, für die tiefergehende Reinigung keine Alternative zum Sprühextraktionsgerät. Für die Innenreinigung mit Sicherheit gut. Also wer in der Lage ist, auch damit umzugehen, man kann natürlich mit Trockeneis auch die ein oder andere Oberfläche beschädigen bei unsachgemäßer Anwendung. Wie gesagt, das Ganze ist ein recht teures Unterfangen. Man braucht also eine ständige Auslastung, sage ich mal, mit diesem Trockeneisgerät. Das heißt, man müsste es in verschiedenen Bereichen verwenden. Das heißt zum einen die Oberflächenreinigung, also an Smart Repair, wenn ich was Falsches sage, bitte ein Veto einlegen. Also für die Oberflächenreinigung, für die Motorreinigung, sage ich mal, ist es ideal. Vor allem, es bleibt ja eigentlich nur Staub zurück. Also, dass nichts zurückbleibt, stimmt nicht. Also ich habe dann sehr, sehr viel Staub in der Umgebung, weil der Schmutz, der weggesprengte Schmutz muss ja auch irgendwo hin. Wenn ich einen entsprechend starken. Das habe ich schon sehr oft gehört. Also das ist, dass manche sich das auch nicht angeschafft haben, weil sie die Räumlichkeiten nicht haben. Ja. Also ich dachte, eigentlich brauchst du, wenn du eine Motorreinigung machst, eigentlich einen eigenen Bereich, also mindestens irgendwie einen Bereich, wo du den Vorhang halt, so einen Waschvorhang zuziehen kannst, weil du das sonst eigentlich überall hast nachher. Ne? Also für mich ist es in der Form, es
Ja, also in der Form ist es jetzt nicht notwendig, mir das anzuschaffen, weil mir sind die Anschaffungskosten im Vergleich zu der Auftragslage zu hoch. Also für mich war es interessanter, das Heißdampfgerät, das kann ich also wesentlich vielseitig einsetzen für mich, für meinen Gebrauch. Ja. Und es gibt Sonderfälle, da brauche ich eben Trockeneis, aber da habe ich eine Firma an der Hand, die dann in unmittelbarer Nähe, die mir dann diese anderen Arbeiten macht, weil dann ist es natürlich auch interessant, Unterboden, die Achsen und so weiter, ne, die kriegt man also alles wieder schön blank. Wir reden jetzt also nicht um darum, den Unterbodenschutz zu entfernen, das gibt es ja auch, aber da braucht man eine ganz andere Maschinerie dafür. Also wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich diese massive Auslastung in Sachen Aufbereitung nicht habe, sondern auch sehr viel unterwegs bin, ist es für mich, also ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, kommt es nicht in Frage. Also es ist eine wertfreie Aussage. Ne? Das ist, muss jeder Betrieb, sage ich mal, selber wissen. Wir. Na, wir sind, ich glaube, was ich bei dir raushöre, und das ist auch meine Meinung dazu, weil das, was ich schon gesehen habe, das funktioniert schon geil. Also das funktioniert schon echt gut. Ja. Ne? Also man kann auch tolle Ergebnisse mit hinbekommen. Aber in Anbetracht der Anschaffungskosten und auch der weiterlaufenden Kosten braucht man dann, das muss man dann ernsthaft betreiben, dass das sich ja eben auch rechnet. Und da muss man halt überlegen, kaufe ich mir die Leistung für den Einzelfall oder für den seltenen Fall, den ich habe, kaufe ich mir die Leistung vielleicht lieber ein, indem ich das halt ja jemandem gebe, ne? Und schaffe mir nicht so ein Gerät an. Und grundsätzlich ist das gut. Und wenn es jetzt um eine Stoffreinigung geht, bei Leder kannst du das sowieso nicht machen mit Trockeneis, das wäre weniger gute Idee. Weil Smart Repair, also Malte schreibt auch nochmal natürlich nur auf Stoffbezügen, sind wir beide dann doch Sprühextraktionsgerät-Freunde. Ne? Und also ja. Putzi, ich habe noch einen Putzi 400. Genau. Putzi 8-1. Genau. Der Klassiker. Von Kärcher und natürlich gibt es auch andere Firmen, die solche Geräte haben, aber ja, genau. Das im Original Reinigungsmittel RM760 von Kärcher, das ist nach wie vor für mich die besten Erfahrungen gemacht, muss ich ganz klar sagen, auch als Sonax-Verfechter, aber da geht es einfach um den Einsatz an sich, dass man natürlich auch ein entsprechendes Reinigungsmittel benötigt. Ich würde natürlich immer unseren Textilreiniger nehmen, muss ich da ja mal reinwerfen. Ja, schon, nur hier ist einfach noch die Entschäumerfunktion. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass sich wenig Schaum bildet im Gerät, sonst quillt das über. Ne? Wir hätten mit Sicherheit auch geniale Reiniger dafür, aber das sind gewisse Substanzen. Ja, ich mache das ja anders. Also ich habe auch ein Video live, wo ich mit meinem Skoda mein Alcantara sauber mache mit dem Sprühextraktionsgerät. Oder ich zeig die ganzen Varianten von rein handmechanisch bis hin also halt mit meinem alten Putzi. Und ich mache es halt so, dass ich den Reiniger ja aufsprühe. Ich arbeite den mit einem Schwamm oder mit einer Bürste ein, je nachdem, was für ein Bezugsmaterial ich habe. Hört, sehr gut. Warte 5 bis 10 Minuten und dann spüle ich nur mit lauwarm, also 30 Grad ungefähr, mache ich mal das Wasser immer, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Super Idee, muss ich sagen. Besser klappt. Und dann spüle ich nur. Ja, das ist eine tolle Idee. Spülen. Mhm. Und wichtig ist, was ich immer sage, man tut sich echt einen Gefallen, wenn man ein bisschen weniger Reiniger draufsprüht und dann erstmal so diesen Prozess einmal durcharbeitet, weil das kann nach hinten raus echt ätzend werden, wie lange manchmal, es ist unglaublich, wie viel Reiniger in so ein bisschen Stoff drin ist. Stimmt. Und wie lange man braucht, dass man in dem Guckfenster vorne keinen Schaum mehr hat, also keinen Reiniger mehr sieht, sondern nur noch klares Wasser. Deshalb weniger ist auf jeden Fall auch hier mal wieder besser. Ein bisschen draufsprühen, einarbeiten. Also so mache ich jetzt 5 bis 10 Minuten warten und dann spülen. Also ich mache gar keinen Reiniger in meinen... Tolle Idee, finde ich gut, finde ich richtig gut. Also mehr fällt mir dazu nicht ein, das werde ich ausprobieren. Ja, danke schön. Ja, also ich mache gar keinen Reiniger in das Gerät. So, genau. Unser Textilreiniger würde wahrscheinlich tatsächlich auch zu stark schäumen. Ich weiß es gar nicht. Habe ich nie ausprobiert. Die Idee toll. Also ich muss das ausprobieren. Das finde ich klasse. Ja. Also okay. Ich lerne jeden Tag dazu, sage ich immer wieder. Geht uns allen ja. Ne? Dann Augen und Ohren aufmachen und dann kommt was dazu. Danke. So, Jubart HV2 Tube
Sag danke für die Antwort, sehr, sehr gerne. Grüße in die Schweiz, ne? Das macht mit per Stoffbezüge nur, das hatten wir. Igor ist mit dabei. Moin, moin, Igor, ich hoffe, dir geht's gut. Wir hatten ja auch, glaube ich, diese Woche kurz telefoniert, über zwei, drei Sachen gesprochen. Und dann ist der Zwölfzylinder, habe den Unterboden am Fahrzeug eisstrahlen lassen. Das ist anschließend auskehren in der Halle angesagt. Irgendwo Ob muss ich nun die Luft auskehren, hin. Ergebnis ist allerdings top. Also der hat das Unterboden am Fahrzeug machen lassen und dann war das Auto sauber und die Halle dreckig, wenn ich es richtig verstehe. Und nachdem er dann die Halle sauber gemacht hat, war aber das Ergebnis am Auto top. Ne? Ja, was macht man dann? Dann macht man Unterbodenwachs. Ist das was Gescheites oder macht man also, das? ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das sieht ja auch jeder anders. Es gibt das Thema, Dinge machen zu lassen oder auch, ja, wenn man das selber tut. Also ich sage mal, gerade in Sachen Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung mache ich ja recht viel bei meinen eigenen Autos. Ja. Das heißt, sicherlich wird auch der ein oder andere Kunde aufmerksam. Also was ich natürlich immer mache. Ne, jeder weiß, dass ich, oder vielleicht der ein oder andere weiß, dass ich auf alte Autos stehe, die im Alltag fahre. Und die müssen natürlich auch von unten entsprechend gepflegt sein. Und ich bin ein absoluter Gegner von Unterbodenschutz, ne, von dieser schwarzen Masse, die man da drunter knüppelt, weil drunter entsteht meistens ein Gammelherd. Das heißt, meine Autos sind von unten normalerweise werkseitig lackiert. Ne? Und dann reinige ich die regelmäßig und mindestens einmal im Jahr werden die auf die Hebebühne genommen. Ne? Das heißt, die Amis haben ja alle Rahmenkonstruktionen, da ist es alles recht einfach. Und dann wird es von unten komplett mit einem Unterbodenwachs eingesprüht, was transparent ist, hitzebeständig bis 100 Grad. Das heißt, auch bei höchstem Sonnenschein trielt mir nicht die Suppe unten rum. Das bleibt alles schön sauber. Aber ich sehe, was passiert. Und es passiert eigentlich nichts, weil es drunter nicht rostet. Ja. Und gleiches, ich ziehe auch Hohlraumkonservierung durch die einzelnen Öffnungen im Rahmen. Dann natürlich Ist logischerweise aber ein innen. anderes, ist ein anderes Produkt, das sind zwei verschiedene Produkte, oder? Das ist vom gleichen Hersteller, ja, aber ich Ja. mache das im Kaltverfahren, ich mache es nicht mal heiß, aber ich mache das regelmäßig. Ich bin jemand, der das gerne ständig im Blick hat. Und die Hohlraumkonservierung, die hält auch sehr, sehr lange. Also die verteilt sich in allen Ritzen und so weiter. Und das hält dann auch. Und ich muss sagen, ich habe die besten Erfahrungen und meine Autos gammeln nicht mehr, seitdem ich das mache. Und auch selbst ein SUV. Den kann ich, also mein SUV kann ich von unten oder von der Seite anschauen. Die Rahmenkonstruktion, also dieser Rahmen schaut ja immer raus, sage ich mal, oder das Achsgestänge, wie auch immer. Und bei den meisten SUVs ist es verrostet und das ist bei mir halt nicht der Fall. Und das ist auch schon ein älteres Fahrzeug und ich mache das regelmäßig, das geht schnell. Eine Stunde Arbeit, sage ich mal, anderthalb, zwei. Und dann, das kann jeder selber machen. Ist zwar aber eine Sauerei, deswegen mache ich die bei meinem guten Kumpel bei Rusty Redneck Customs hier um die Nähe, in der Nähe, mache ich das immer bei ihm in der Halle. Und da kann ich immer ein bisschen Sauerei machen. Ne? Lege alles so mit Folie aus, mache das kurz und dann ist gut. Weil die Rückstände oder diesen Wachsnebel, den willst du nicht in deiner Aufbereitungshalle haben. Wäre auch tödlich. Ja. Aber Ja. funktioniert. Ja. Aber ich wollte da drauf hinaus und ich wusste nicht, ich hatte es geahnt, dass du das tust, weil ein bisschen Ach kenne ich dich so. ja. Aber ich wusste ja nicht, dass du es tust und da wollte ich aber drauf hinaus, genau. Also ich Ja. denke auch, dass das mit dem Wachs Ist ganz einfach. ist Muss nur. eine sinnvolle. Ja, ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe ja immer Leasingfahrzeuge, ich fahre die 3 Jahre und dann gehen die wieder weg. Da Ja. brauchst du das nicht Also nicht machen. mal annähernd dran denken. Das ist. Na, da ich bin, Ich kann mir halt nur alte Autos leisten. Mehr geht da nicht. ja. Ich werde nachher noch mal ein paar Minuten an dich denken, bevor ich schlafen gehe. Vielleicht hilft. Bitte. Okay, so, wo waren wir stecken geblieben? Genau, wir haben über den Dreck gesprochen, Zwölfzylinder. Der Strahlemann sitzt bei euch in der Nähe in Friedland. Ja, Friedland ist tatsächlich hier in der Nähe. Das ist 10 Minuten, Viertelstunde mit dem Auto Richtung Kassel. Da kann man das einmal machen lassen. Okay.
Dann weiß ich schon mal, in welche Richtung ich suchen muss, wenn ich so das siehst du. Brauche. Ansonsten ist in Friedland auch eine Außenstelle der Polizei von Göttingen. Ja, ich wundere mich immer, weil das ist irgendwie, das hat irgendwie gar nichts mehr mit Göttingen zu tun und dann haben die trotzdem da eine Außenstelle. Ich weiß nicht, was das, warum das so ist. Deshalb, ja, gut, spielt keine Rolle. Hat mit Autos nichts zu tun. Smart Repair, also Malte, stimmt dir zu, Micha? Das ist nett. Bei Autoaufbereitern mit hoher Stückzahl perfekt. Dry Ice Energy bietet die Geräte für 109 Euro Leasing im Monat an. Mhm. Gut, aber auch selbst das. Aber ein Leasing-Modell ist natürlich auch eine, klar, das ist natürlich auch eine Option. Du kannst natürlich so ein Ding kaufen, aber leasen ist natürlich auch eine. Ich habe es lieber, ne? Weil man sagt, im Norden brauchen, also haben ist besser als brauchen. Aber na klar kann man sowas auch leasen. Ne? Geht natürlich immer. Also ich sage ja, wer den Durchsatz hat oder die Auftragslage einen entsprechend auslastet, für den lohnt sich vielleicht das Leasing. Also in dem Bereich käme für mich Leasing nicht in Frage, ganz klar. Weil auch die 109 Euro oder dann pro Kilo Trockeneis, dann Betrag XY, da rechnet sich in meinem Falle überhaupt nicht. Ne? Aber klar, wird ein Grund haben, dass Smart Repair das so macht und dass es funktioniert, finde ich gut. Ich kenne die Geräte auch von Dry Ice Energy, also die sind scheinen gut zu sein. Vor allem, soviel ich weiß, auch relativ klein und kompakt. Auch für den mobilen Einsatz, ja, ist schon ziemlich ausgereift. Mhm. Super. Aber man kann Trockeneis, man kann das auch selber machen. Man kann sich eine Maschine kaufen, die Trockeneis herstellt, oder nicht? Scheinbar gibt es das. Also vielleicht kann Smart Repair da mehr dazu sagen, aber ich habe schon gehört, dass es Maschinen... Ja, aber das habe ich auch noch nicht gesehen, aber... Aber die ist teuer. Also da sind wir dann... Ich denke mal, sage ich mal, schon irgendwo im, ja, also ich denke, das geht jenseits der 10.000 Euro. Ne? Also ich weiß, was die kleinen Geräte schon kosten und ich denke, wenn sie selber Trockeneis produzieren. Aber ich möchte mich da gar nicht so einbringen, weil ich denke, dass ich rein von der Praxis oder Prinzip von den Geräten wenig Ahnung habe. Ich beschäftige mich da selber auch nicht weiter damit. Aber wie jetzt hier... Heinrich Huber sagt, alles extrem teuer, ja. Also, ja. Das ist wahrscheinlich, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sind uns ja einig, dass es eine gute Geschichte ist, es ist interessant und ja. Muss man auf jeden Fall auch mal gemacht haben, ja. Also ich denke, was ganz toll ist, muss man ganz klar sagen, ich sehe mein, also wenn ich mir so ein Gerät anschaffen würde, wäre die einzige Rechtfertigung, ich sage mal, gerade im Oldtimer-Bereich, Motorraum, wo ich nicht mit Wasser hantieren muss, soll oder wie auch immer. Es ist ein sehr schonendes Reinigungsverfahren, wie gesagt, rückstandsfrei, vergessen wir mal den Staub, also wie gesagt, der Dreck muss ja irgendwo hin. Ich habe also keine nassen Oberflächen, es ist materialschonend, dann natürlich Achsen und so weiter, die kann ich wirklich, also ich kann den ganzen Unterboden grandios behandeln, aber ich will jetzt das nicht wiederholen, was da eh schon auf dem Thema oder auf den Punkt gebracht wurde. Wenn man sich in dem Bereich ein bisschen spezialisiert und diesen Dienstleistungsbereich bewirbt, denke ich, dass es eine sehr, sehr lukrative Sache ist, weil interessant ist bei der Trockeneisgeschichte, das geht nach einem Stundensatz. Ja. Und ich habe mir neulich jemand hergeholt, der hat einfach 120 Euro netto die Stunde aufgerufen. Klar, schönes Geld. Und wenn da die Auslastung entsprechend ist, man darf ja nicht nur an den Automobilsektor denken. Er selbst hat sich das nicht gekauft. Also er hat sich das gekauft, um Industriemaschinen zu reinigen. Er hat gar nicht geahnt, wie viel Potenzial da drin steckt, wenn er auch in den Automotive-Bereich geht, ne? Also wirklich den Automobilsektor bedient. Und ich denke, wer das ausschließlich macht, also der kann richtig gutes Geld verdienen. Da lohnt sich natürlich auch diese Investition, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich das machen würde, würde ich mir das Gerät kaufen und hier mobil unterwegs sein. Ganz klar. Da würde ich richtig Geld verdienen. Ja, das ist ja, wie es immer ist. Also ein bisschen Leidenschaft muss da mit dabei sein. Man muss Bock drauf haben.
Und dann ist fast eigentlich egal, was man macht, wenn man richtig Lust zu hat und einem das Spaß macht, dann, dann kann man auch mit dem Sonnenstudio Geld verdienen, weißt du? Ja, natürlich. So, das ist halt immer die Frage, welche Passion man da mitbringt, ja. Aber nochmal kurz, oder einmal kurz, Autopflegeservice Pro, da schreibt mein Männer, mehrere Jahre haben wir ohne Eis überlebt. Es gibt Oldschool oder Oldschulen, Oldschool, wo man kein Eis braucht. Ja, klar. Genau. Gar keine Frage. Und ich, das muss man halt immer gucken, muss man optimieren oder nicht, muss man damit Geld verdienen oder nicht, wie ist man aufgestellt, kann man, bietet man etwas an, was in der Nische ist, kann man da ein bisschen sich freier gestalten in den Preisen, kann man ein bisschen mehr nehmen oder nicht oder wie auch immer, also das ist ja mal so ein bisschen die Frage, wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut auch, ne? Und, auf jeden Fall, ja. Ja, und dann kann man, ja, und ich sag mal, Lederzentrum ist ja sehr, sehr viel mit, wir haben ja sehr, sehr viel mit Oldtimern zu tun, mit Oldtimern-Liebhabern und mit Leuten, die halt ihre Fahrzeuge, und da ist natürlich, wir sind eh ein bisschen, wir sind insgesamt ja ein bisschen oldschool dann oftmals in der Anwendung an sich, also nicht in den Produkten. Da sind wir auf jeden Fall auf dem neuesten Stand und immer am Puls der Zeit, aber wir wollen ja auch, wie du schon sagst, also wir wollen ja alles erhalten, ne? Also unsere Idee, Firmenidee ist ja Werterhalt. Ne? Ja. Und da gehören dann manchmal auch aufwendigere Dinge vielleicht dazu, mit weniger Hightech, aber dafür garantiert funktional und mit einem guten Ergebnis am Ende des Tages. Ja. Tornado, ist das ein Must-Have für einen Fahrzeugaufbereiter, für einen Detailer? Ja, also auf jeden Fall unbedingt. Wobei ich gestehen muss, ich nehme ihn ausschließlich für die Fußmattenreinigung. Das heißt, Fußmatten raus, kein Staubsauger, Hallentor auf, rausfeuern. Und für die oberflächliche Polsterreinigung, also sei es jetzt mal. Man muss auch, also wenn ich Fußmatten sauber mache, ne? Oder auch Kofferraumteppich und so, manchmal frage ich mich, was haben die sich dabei, also die machen sich ja viel Gedanken in dem Fahrzeug, ne? Aber bei der Auswahl des Teppichbodens manchmal gar keine, habe ich so, was da alles hängen bleibt, ne? Wenn du einen Hund hast, als Beispiel, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will, aber das ist ja manchmal. Weißt du, was du meinst? Was für eine Scheiße bauen die da manchmal rein? Warum machen die das? Ne? Und rutschig ist es auch noch. Also dann legst den Koffer hinten in den Kofferraum und dann rutscht der hin und her, ballert alles kaputt. Ja. Also es ist schlecht sauber zu machen, rutschig. So, das finde ich auch manchmal sehr, sehr, also ja, neuere Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, wie das so bei den in die Jahre gekommenen Amis ist, aber so neuere Fahrzeuge, da ist manchmal. Ist das manchmal ein bisschen. Also ich denke, es ist einmal eine Herstellergeschichte. Es gibt gewisse, also möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, welche Hersteller das sind. Es gibt Hersteller, die lassen sich, oder Fahrzeugmarken, die lassen sich hervorragend reinigen, also grundsätzlich. Dann gibt es Schlingware in Fahrzeugen, da fallen dir die Haare aus. Ne? Also ja, hier. Ist wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Thema, dass ich mir immer wieder Gedanken mache, was ging wohl in diesem Entwickler oder. Jetzt hängst du ein bisschen, ich weiß nicht, ob du. Und zwingend erforderlich. Ne? Also entweder für die oberflächliche Polsterreinigung, natürlich auch für die Teppichbodenreinigung im Innenraum. Also man muss nicht immer ein Sprühextraktionsgerät verwenden, zumal ich ja dermaßen viele Rundungen gerade im Bodenbereich vom Fahrzeug habe, dass da oftmals dieser Nass-Trockensauger, also wenn man ihn in klassischer Form benutzt, also wirklich per Knopfdruck das Wasser freisetzt, dass man sehr viele Wasseransammlungen hat, die man nicht mehr aussaugen kann aufgrund der Bodenkonstruktion. Ja, ja, ja. Dann kommt natürlich wieder dein
deine Methode ins Spiel, zu sagen, ich reinige vor mit Schwamm und Reiniger, eine ganz großartige Sache, und spül einfach nur nach, beziehungsweise zieh dann ab. Aber der Tornado, das muss einfach sein, ja. Braucht man. Ja. Ja. Es gibt Leute, die feuern durchs ganze Auto mit dem Ding, das mache ich eigentlich in den seltensten Fällen. Es sei denn, es ist extremst verschmutzt, dann stehe ich das Auto raus, jag einmal durch und dann kommt die Feinreinigung im Innenraum, dann hier in der Halle. Aber ansonsten klar, unerlässliches Tool braucht man, muss man haben. Okay. Warte mal, mein Lautsprecher hat sich verabschiedet. Dein Lautsprecher? Moment. Mein externer Lautsprecher hat sich verabschiedet. Ich bringe ihn sofort wieder in Gang. Bitte, ja, mach das mal. Eine halbe Minute. Das ist kein Problem. Dann werde ich auch gleich noch mal ein bisschen vorlesen. Zwölfzylinder hat was geschrieben. Und dann gab es auch ein bisschen Gesprächsstoff hin und her. Auf jeden Fall. Da gehen wir dann gleich mal wieder auf ein. Aber es macht natürlich Sinn, dass der Micha auch uns hört. Und wahrscheinlich ist der Akku leer. Und da hat er dann... So, hallo? Ja, ich hören, also wir hören dich oder ich höre dich. Moment. Du hörst uns nicht. Ich bin wirklich am Kämpfen, ich bin sofort wieder da. Ich hoffe, ja, kein Problem, alles gut, alles gut. Alles gut. Wir freuen uns ja, dass du dir in einer so beschäftigten Woche Zeit nimmst für hier abends. Ich habe sofort. Hörst du uns denn? Ja, ich höre dich ganz leicht, aber ich und es ist wirklich furchtbar. Ich und Technik, gib mir bitte eine Minute. Das ist kein Problem. Ah, okay. Sag nochmal was, Lars, bitte. Hallo. Oh, sehr schön. Entschuldigung. Entschuldigung an die... Oder hallo erstmal. Community. Ja. Ich hätte gern ein Problem. Jetzt gern ein Problem. Jetzt muss ich da wieder reinkommen in die ganze Geschichte. Moment. Aber das war jetzt ja ein Mix aus zwei Komikern. Ne? Das war ja einmal Paul Panzer mit dem Ich hätte gern ein Problem und der andere ist ja hier, ich weiß nicht, wie der heißt. Hallo erstmal. Ja. Ja. Auch schon eine Weile her. Ich bin wieder da, denke ich. Rüdiger Hoffmann meinst du? Rüdiger Hoffmann, genau. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Er hat es auch gleich eingesehen. Ich wusste gar nicht, ob das sie es. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Genau. Aber heute ist die Frage-Antwort-Runde mit Micha und Lars. Genau. Und wir beantworten alles, auch die Dinge, worum wir nichts wissen. Na, irgendwas fällt uns dann schon dazu ein. Irgendwas fällt uns dazu ein, genau. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass die Technik wieder läuft. Ja, danke. Und dann gehen wir zu Zwölfzylinder. Ja, so hatten wir das auch gemacht. Das Trockeneis wurde zwei Tage vorher angeliefert. Dann am Samstag nach Feierabend in der Werkstatt wurde der Unterboden gestrahlt, ca. 4 bis 5 Arbeitsstunden. Das ist ja schon auch ein bisschen länger. Autopflegeservice Pro, ja, genau. Und dann Zwölfzylinder beim Tornado ist das A und O der passende Kompressor. Ohne genug Leistung geht da nichts. Okay. Mhm. Auch Leistung ist wahrscheinlich auf die Luftvolumen, ne? Also man braucht genug. Also es gibt ja Liter pro Minute wahrscheinlich, oder? Liter pro Minute, darum geht es, ne? Mit Leistung. Also nicht, man braucht keinen hohen Druck, man braucht keinen 12 oder 14 Bar Kompressor, sondern man braucht einen Kompressor, der ordentlich Luft liefert, ne? Genau, also da gibt es eine klare Aussage dazu. Es gibt den alten Tornado, also das ursprüngliche Modell mit dem Kunststoffrüssel, ja. Der sich da drin bewegt. Dieses Modell zieht bis zu 450 Liter in der Minute. Also kann man sich vorstellen, was der Kompressor leisten muss. Ja, ist eine Ansage. Da wurde auch noch ein Arbeitsdruck empfohlen bis 8,5 Bar. Also ich bin gern der Freund davon, den Vollgas zu fahren. Also ich fahre grundsätzlich den Tornado mit 10 Bar Leitungsdruck auf der Hauptleitung.
Der neuere Tornado, also sagen wir Tornado Black, also der Klassiker mit dem Aluminiumröhrchen vorne drin, also dieses kugelgelagerte Metallröhrchen, das, mit dem erreichen wir eine wesentlich höhere Geschwindigkeit, also Umdrehungsgeschwindigkeit, somit eine höhere Effizienz bei der Reinigung und der zieht etwa 250 Liter Luft in der Minute. Und das ist halt das Entscheidende bei dem Kompressor, aber also da heißt es 4,5 bis 6,5 Bar. Mir ist es zu wenig. Wie gesagt, ich fahre das Ding mit 10 Bar. Es kann nichts passieren. Ganz im Gegenteil, ich habe schneller mein Reinigungsergebnis erreicht. Ne? Und das ist mal nur so am Rande bemerkt. Nee, das ist ja, das sind wichtige Infos. Auch also gerade die Luftliefermenge. Und wenn wir von 450, 500 Liter pro Minute sprechen, dann sprechen wir ja schon von einem Kompressor, der ein bisschen was machen muss und der vielleicht auch ein bisschen größeren Kessel hat. Also das ist schon, genau. Da kannst du dann nicht mehr mit so einem kleinen Kompressor da um die Ecke kommen. Nein. Ne? Das Nein. funktioniert dann nicht mehr. Okay, cool. Ja, vielleicht muss ich mich da auch mal mit beschäftigen. Ich gucke mir das mal an, was du da hast und dann spiele ich da mal ein bisschen ja. rum. Und dann mach mal Praktikum. Ne? So, dann der Dominique. Hat eine Lederausstattung zur Reparatur, die mega verseift war. Muss mit was imprägniert worden sein. Habe Allzweckreiniger versucht, Lederreiniger stark, sogar Waschbenzin. Hat gar nichts geholfen. Ja, Waschbenzin ist da in dem Fall einfach zu schwach, weil Waschbenzin ist ein guter Entfetter, aber es ist kein Farblöser und auch kein irgendwas und ja, entfettet zwar gut, aber verseift. Wahrscheinlich ist sie ein bisschen klebrig, nehme ich an, Dominik. Und GLD ist dann die Antwort wahrscheinlich. Und dann musst du halt färben. Ne? Also, ja, ich habe eine Frage. Ja. Jetzt auch eine Frage an den Lederprofi, was im Aufbereitungsbereich, also vielleicht schaut der ein oder andere Fahrzeugaufbereiter zu, dieses Phänomen, dass Lederlenkräder nach der Reinigung kleben. Ja, also es nehmen ja viele Anwender in dem Bereich irgendeinen Reiniger oder einen Lederreiniger, wie auch immer. Und nach der Reinigung ist dieses Lenkrad richtig speckig. Ne? Also es nimmt ja nicht jeder Reiniger vom Lederzentrum. Woran liegt denn das? Also diese Frage versuche ich immer zu beantworten und das ist auch ganz, ganz schwierig. Wir haben da keine Patentlösung für. Du vielleicht aber schon, ist ein ganz großes Problem bei jedem Aufbereiter. Weil die meisten gehen sowieso mit dem falschen Reiniger dran, einmal drüber und dann macht es, kriege ich das Lenkrad nicht mehr von den Fingern. Ja. sag was. Ja, das Fett, ne? Also das ist, das ist dann eigentlich nicht sauber. Also das ist genau. Fett. Da ist noch Handfett drauf und man hat das dann mit einem Seifenreiniger, der ja auch Fett dann reinigt oder wenn man irgendwie auch einen Tenside-Reiniger oder wie auch immer, man hat dann so ein bisschen schon was angelöst. Also Leder ist ja eben, auch wenn es pigmentiert ist und viel Farbe drauf ist und gerade beim Lenkrad ist das Leder schon auch nochmal ganz anders. Also man redet ja von Zurichtung bei der Beschichtung von Leder, beim Pigmentieren von Leder. Und oft haben die Lenkräder eine ganz ordentliche Zurichtung, aber trotzdem ist halt das Handfett in das Leder eingezogen oder eben auch in die Zurichtung eingezogen. Und jetzt fängt man eben an zu reinigen und zieht dabei ein bisschen auch wieder was raus und holt im Prinzip dann wieder Handfett, altes Handfett an die Oberfläche. Das Problem ist ein bisschen, dass Handfett auch ein super guter Farblöser ist. Und immer wenn man halt was sehr fettig hat und man will es entfetten, dann ist es halt einfach technisch, chemisch unmöglich, Pigment und Farbe auf dem Leder zu lassen und nur das Fett rauszunehmen. Ne? Die sind eine Verbindung eingegangen und die lassen auch nicht mehr voneinander los. Also wenn man dann das entfernt, entfernt man eben auch Farbe. Und dann kommt man eben nicht drum herum, das wieder zu färben. Ja. Also das ist dann einfach noch nicht richtig sauber und dann macht man weiter sauber und dann löst man leider Farbe ab, weil das halt diese Verbindung zwischen dem Handfett und der Farbe sich gegeben hat und dann muss man leider wieder nachfärben. Ja. Das ist so die Krux dabei, genau.
Und wir experimentieren schon seit einer ganzen Weile, jetzt auch seit einem Jahr mal wieder ein bisschen intensiver, dass man das neutralisiert. Ja? Wir versuchen, das zu neutralisieren, um das Verfärben nicht jedes Mal notwendig zu machen. Aber das ist noch nicht so, dass wir das irgendwie anbieten könnten. Also es ist noch zu unzuverlässig. Wir wissen noch nicht so, das klappt immer mal wieder ganz gut, aber leider nicht immer. Deshalb, da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Aber das wäre halt dann nochmal eine ganz coole Sache, weil man dann reinigen könnte, Eis klebrig, dann, dass man sich nicht nochmal eine Lenkradreparatur ans Bein bindet, sondern dass man es dann eben neutralisiert, das Fett. Ne? Aber das funktioniert noch nicht so richtig gut. Ja. Aber es ist eigentlich noch nicht sauber. Gut, tolle Erklärung, danke. So ist es. Autopflege Service Pro, Fußmatte abwaschen und trocknen lassen. Ja, das geht natürlich auch. Dann nochmal Autopflege Service Pro, aber Tornado ist wichtig für Autopfleger schon, also insgesamt Autopfleger schon. Ja, da gibt es ja immer, es gibt ja immer viele Wege für einen Aromen oder wie auch immer. Also man kann natürlich eine Fußmatte auch mit dem Kärcher abkärchern. Man kann sie in so einen Fußmatten-Waschautomaten reinmachen, alle möglichen Varianten. Ja. Tornado ist das, was du bevorzugst und ja, funktioniert alles irgendwie. 12-Zylinder schreibt Micha, macht sich noch Gedanken, in Klammern, der Stream hängt, nun geht's wieder. Ja, der Stream hat kurz gehangen, das stimmt. Aber ich denke, ja, ist manchmal so, weiß ich auch nicht. So, Autopflege Pro, nee, Autopflege Service Pro, Entschuldigung, der ist aber zu laut, Black, meinte ich. Ist der laut? Ja, aber das ist natürlich bekannt, wenn natürlich solche, es strömt Luftdruck aus, es strömt Druckluft aus, sozusagen, und dann haben wir eine hohe Rotationsgeschwindigkeit von der Sonde. Und deswegen stehen da natürlich auch entsprechende Symbole drauf. Also zum einen Gehörschutz, das andere wäre Schutzbrille. Okay. Ja, und normalerweise auch eine Staubmaske, weil man setzt ja auch sehr viel Schmutz frei. Es ist eben kein Gerät, ist halt kein Hausfrauengerät, es ist einfach laut, es tut, was es soll. Und es gibt noch keinen Tornado mit Schalldämpfer, wird es auch nicht möglich sein. Ja, ist einfach laut, wir sind in der Werkstatt, da heißt es einfach hier irgendwas auf die Mütze. Irgendwas auf die Mütze, da ist das Ding. Ja, Domi, Nick schreibt, ja, zum Schluss ging. Achso, das war dann wieder auf das Leder bezogen, gar nicht auf die Lautstärke, sondern ging er dann mit Aceton ran. Ja, mit Aceton kriegt man natürlich auch Farbe runter. Also Lederzurichtung ist nicht lösemittelbeständig. Aceton holt Farbe runter. Wir sind, wie soll ich das sagen? Also Aceton hat halt eine starke Fettverdrängung und wir empfehlen nicht, also man kann mal Aceton nehmen, ja? Das andere wäre Schutzbrille. Oh, jetzt habe ich den Ton angemacht. Das ist träge, gell? Ja, ich sehe. Jetzt habe ich den Ton aus Versehen angemacht vom Livestream. So, die Fahnen verloren. Nein, Aceton kann man nehmen, sollte man aber nicht. So, weil es eigentlich zu stark fettverdrängt ist und Leder mag das so oft aber nicht. Aber natürlich. Ich meine, wenn das kaputt ist, ist es kaputt und dann braucht man eine Lösung und dann muss es runter. Und wenn man GED nicht da hat oder einen Lösemittelreiniger und man hat Aceton da, dann kann man natürlich auch mal mit Aceton arbeiten. Also ich will mich da gar nicht komplett gegen wehren. Ich mag auch Aceton, insbesondere immer dann, wenn es um Kugelschreiber oder Edding auf Mikrofaser, also auf Alcantara oder so geht. Das geht mega gut. Aber bei Leder ist das nicht so... optimal, aber das funktioniert natürlich klar. Mit Aceton holst du die Zurichtung runter. Ne? Vorsichtig sein bei Kunststoffteilen. Ne? Also wenn du das im Auto machst und du hast da schwarzen Kunststoff, Aceton, weiß gar nicht, was da passiert, aber es wird weiß. Mhm. Ne? Muss dann mit Fresh wieder nachfärben oder mit Lederfarbe. So, Lotec Carcare sagt, das stimmt. Dominik hat seine Nachricht zurückgezogen und dann Lotec Carcare schreibt nochmal, danke für deine Antwort, Lars, sehr, sehr gerne. Das ist auch ja, Sinn und Zweck der Übung hier.
Und wir freuen uns einfach, dass ein bisschen Diskussion entsteht und dass man über Dinge redet und sich austauscht. Und wir wollen halt einfach wissen, was da draußen los ist. Und so dieser direkte Draht ist ja irgendwie ein tolles Mittel, ne? Dass man diese Möglichkeit hat, so ins Gespräch zu gehen. Also das ist ja, sonst muss man sich das ja mühsam erarbeiten. Messen gibt es auch nicht, wo man mit Kunden sprechen kann. Also müssen wir das auch machen. Ne? Ja. Okay. Ja, wir sind schon wieder, also 94 Minuten live steht da. Ich war natürlich eine ganze Ecke vorher, aber nichtsdestotrotz, 19:30 Uhr sind wir dann gestartet. Jetzt ist schon 20:46 Uhr. Wir peilen ja immer so ungefähr eine Stunde an. Die haben wir jetzt auf jeden Fall gut gemacht. Und vielen, vielen Dank wieder, Micha, dass du mit dabei warst. Wir hatten ja mal gesagt, dass wir das in 14-tägigen Rhythmus machen, weil wir beide ein bisschen zu viel auf dem Zettel haben. Eigentlich wäre einmal die Woche schöner. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal langfristig hin, aber damit wir eine Regelmäßigkeit haben, alle 14 Tage, also in 2 Wochen werden wir das wieder machen, Donnerstag 19:30 Uhr. Datum weiß ich jetzt gar nicht, weiß auch gar nicht, wo ich da bin und du wirst es auch nicht wissen, nehme ich an. Aber Internet gibt es ja fast überall und dann machen wir das, denke ich mal. Ne? Dominik hat noch hinterher geschrieben, hat Lars, danke für die SLK Softlack-Demo. Ja, sehr, sehr gerne. Das hat Spaß gemacht, das Ding. Auch wenn einige gesagt haben, man hätte alles ausbauen müssen. Das kann man natürlich machen, aber einmal hat der Kunde uns nicht so viel Zeit gegeben und zum anderen wollten wir auch mal zeigen, dass man sicherlich auch mal Softlack in kleineren Bereichen im Auto reparieren kann, aber man muss halt alles ordentlich abkleben, sauber da arbeiten und dann funktioniert das schon. Ja. So, Jan Müller kommt nochmal, ich war schon beim Verabschieden, aber vielen Dank für die Tipps mal wieder, sehr, sehr gerne. Jan, immer wieder einschalten, wir freuen uns auf dich und dann Lotec Karkir schreibt, aufgequollenes Lenkrad, wie bekommt man das wieder hin? Da musst du mir ein Foto schicken. Das ist, muss gucken, wie stark das aufgequollen ist. Also und schreib mir auch bitte, also Lars, ich schreibe das mal, wo kann ich das hier reinschreiben? Da. Ich schreibe mal meine E-Mail-Adresse hier rein. Lars@colorlock.com. Da schreibt mir mal, schick mir mal Fotos bitte von dem aufgequollenen Lenkrad. Das kommt wirklich darauf an, wie stark ist das aufgequollen, an welcher Stelle ist das aufgequollen. Und ich würde gerne auch den Hersteller wissen wollen. Also für welches Auto ist das? Also ein Modell brauche ich nicht unbedingt, nur der Hersteller. Das reicht mir schon, weil ich dann ein bisschen besser das einordnen kann, welche Art von Leder das ist. Und da gibt es halt nochmal Unterschiede zwischen synthetisch gegerbten Leder und krumm gegerbten Leder. Und das synthetisch gegerbte Leder, das hat so ein bisschen eine Neigung zum Quellen. Und da muss man dann anders vorgehen als beim krumm gegerbten. Und ich kann das ein bisschen einschränken, wenn ich weiß, wer das ist. Jetzt hat da gerade das Internet gehakt. Und dann, ja. 12-Zylinder, wünsche euch eine gute Zeit. Bis die Tage wünsche ich dir auch. Igor, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, liebe Grüße an euch, Smart Repair, die Zeit mit euch verging wie im Flug, das geht mir genauso, mache ich, ist ein BMW, okay, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein synthetisch gegerbtes Leder und dann kann ich das auf dem Foto erkennen. Also ich freue mich auf die Fotos, sonst auch, wenn irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, erst Micha anrufen, wenn er nicht erreichbar ist, dann bei mir. Und nein, Quatsch, also sonst, wir haben ja einen Kundenservice hier auch, da sind Mädels und Jungs, die das schon viele, viele Jahre machen, also wenn es um Lederfragen geht und so weiter. Ich meine, wenn es natürlich um lackschadenfreie Ausbeultechnik, weiß ich, ob ich es richtig gesagt habe, geht, dann habe ich da komplett gar keine Ahnung, dann musst du doch herhalten, Micha, und wenn es dann um Sonax-Produkte geht, auch da bin ich raus. Und da muss man sich auch an dich melden und eigentlich alles, was mit Detailen polieren und Blinky-Blinky machen, da nicht.
Aber alles, was mit Leder ist, immer gerne hier direkt an mich oder halt bei uns anrufen oder Burim halt in der Werkstatt. Ich meine, der macht seit 20 Jahren nichts anderes. Der hat einen Fundus vorhanden. Die meisten Sachen hat er schon gemacht. Ne? Igor, sag noch mal kurz zu dem Farbscanner. Ist mehr als gut. Liebe Grüße aus Kroatien. Ja, schöne Grüße zurück. Vielen Dank, Igor, für die Rückmeldung. Und ja, also wir gehen jetzt raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, Micha, noch mal vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Und dann gehen wir einmal offline.